US-Außenminister Kerry durfte am Wochenende so viel Hände schütteln und lächeln, Fotos machen. Da läuft auch mal was schief. Die Aktentasche muss weg. Viel Erfreuliches steckt nicht drin. Trotz Gesprächen mit Russland gestern, mit den europäischen Verbündeten heute. Alle glücklich, fragt der Gastgeber, Großbritanniens Außenminister Johnson. Kerry dürfte alles sein, nur nicht glücklich. If Russia. Wenn Russland und das Assad-Regime sich auch nur an eine internationale Norm oder die Grundregeln des Anstands hielten, dieser Krieg würde sofort enden. Aber das wollen sie nicht. Stattdessen sehen wir etwas, was wir nur als Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschreiben können. 3 Wochen sind seit dem Ende der letzten Waffenruhe ausgehandelt von den USA und Russland vergangen. Ost-Aleppo, in der Hand der Rebellen, wird seitdem dem Erdboden gleichgemacht. Rund um die Uhr Luftangriffe des Assad-Regimes und der russischen Verbündeten. Umso größer war die Bereitschaft zu hoffen, dass dem Sterben in Aleppo doch ein Ende bereitet werden kann. Im Loblen, Lausanne. Gestern trifft sich Kerry dort mit dem russischen Außenminister nach tagelanger Funkstille. Fototermin, Lächeln, Fragen sind nicht erlaubt. Doch eine wird gestellt. Haben Sie den Menschen in Aleppo etwas zu sagen? Schweigen. Wir arbeiten sehr hart, stammelt Kerry. Russlands Außenminister Lavrov wirkt völlig versteinert. Eigentlich hat man sich nichts zu sagen. Russland will laut einem Bericht der New York Times, dass zuerst Aleppo von den syrischen Regierungstruppen eingenommen wird, mit aller Härte, bevor ein neuer US-Präsident im Amt ist. Frühestens dann will man wieder ernsthaft verhandeln. Der Westen wirkt hilflos. Zweifellos wäre ein militärisches Eingreifen extrem schwierig. Und um es mal gelinde zu sagen, es gibt in den meisten europäischen Hauptstädten im Westen allgemein so gut wie keinen politischen Willen dafür. Aber lassen Sie mich das klarstellen. Wir denken über weitere Sanktionen nach. Weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Auch die Bundesregierung liebäugelt mit dieser Idee. Beim EU-Gipfel nächste Woche will man darüber reden. Auch die USA wollen mit Russland weiter über Syrien sprechen. Schon morgen über eine erneute Waffenruhe. Ein wohl aussichtsloses Unterfangen. Russland und Assad bombardieren, der Westen redet und die Menschen in Aleppo singen, so wie diese Kinder. Es sind die Hymnen der Revolution, die auch vom Frieden handeln, über den in der Ferne so viel gesprochen wurde und der noch nie ferner scheint als nach diesem Wochenende.